So, da sind wir wieder zur Zockerzone spielt. Resident Evil 4 Separate Ways. Hoffe ich am Controller nach anderthalb Wochen Pause oder wie lange ist das? Das ist auf jeden Fall zu lange her schon wieder. Oh ja, wir kamen noch nicht mal dazu, in den Controller mal reinzusteigen, aber wir fangen mal mit Kapitel 4 an. Geht bestimmt mit der Cutscene los, oder? Oh ja. Oh je. Pause? What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Okay, sind wir schon hier? Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Aber das ist gut, die ist kompliziert für das, was es kann. Der Handyhalterung. Dann dreht sie es dreimal im Kreis und fährt erst rein. Oh, einfach, Mord an Leon vereitelt. Oh, richtig mit Mission und so. War das vorher bei den Übergängen auch schon so? Ja, da war ich auch immer. Habe ich bloß nicht drauf geachtet? Ja, wollten wir noch einmal Kirche, Glocken läuten. Ja, okay. War doch die erste. So, okay, genau. Und wir befinden uns jetzt hier in dem Gang, wo wir die Fahrmission mit Leon und Ashley hatten, ne? Ich verstehe. So. Okay. Willst du erstmal deine Dings umstellen? Pass. Erstmal, genau. Fangen wir mal. Invertierung. Hier an. Control Setup. Genau. Zack. Und Abfahrt. Gute Sache. Hier links hast du, glaube ich, gleich eine Schreibmaschine links neben dir, oder? Nee, nur ein Kaufladen. Tja, ein Kaufladen. Das hast du dein schönes. Welcome. In deinem großen Rucksack. So. Oh, was Neues zu kaufen? Schon Schatzkarte. Stimmt, ja. Alternativ. Nix. Braucht auch nichts. Wunderbar. Wo wir denn? Die Schatzkarte? Ja, aber okay. Nichts anderes zu kaufen haben. Cool. Was haben wir noch? Spray? Nee, auch nicht. Aus der X. Ich schätze mal. Hast du noch was zu verkaufen? Genau. Spinell ein Stück. Wahnsinn. So, wir warten immer noch mit den Augen. Vielleicht finden wir ja doch noch die Katze. Dankeschön, Hoffi. Das ist nett von dir. Dann pfeife ich dir auch nicht ins Ohr. Oh, ja. Ach, ich wollte dir noch eine langen. Das machen wir inzwischen im Folgen. Oh. Mit der Pistole? Nice. Boah, was ist denn hier los? Die sind ja voll besetzt. Ja, nein, die kommen auch gleich so schnell an. Oh nein. Ja. Jawohl. Das geht hier gut los. Oh, wir haben den ersten Blitz-Heini, ne? Den ersten mit einem Taser in der Hand oder mit einem Elektrostab, wie man das nennen will. Auch ungewöhnlich, dass wir das haben, der mitten in so einer Fliegenstelle steht. Ne? Ja, der könnte ja im Grunde uns mithelfen jetzt. Aber der steht da einfach nur ganz, greift keine Partei. Andere Waffe? Genau. Ja. Der ist wie die Schweiz, einfach völlig unparteiisch. Richtig. Und neutral. Schön. Gewechselt. Sieht friedlich aus. Oder lang auf den Beinen. Ja. Das ist länger als, kommt mir so vor. Ja, also gefühlt ist es natürlich länger. Auch in der Folge, die wir heute benannt haben, war es auch so, ne? Dass da einer so auf mich langes ja, richtig. Und dann hat er sich noch umgedreht. Umgedreht sogar noch, genau. So. Mehr als 50 Peseten diesmal? Das ist aber auch Hammer gewesen. Nein, gar nicht aufgefallen. Nein, null. Heftig. Gefühlt kam es uns eher wohl wie 500 vor. Weil das ja auch eine realistische Summe wäre. Wir sprechen gerade darauf an, dass wir in der älteren Folge hat ein aufmerksamer Zuschauer. Kannst du mal da rein? Ich wollte nochmal auf die Map schauen, wie das sich hier verhält. Ja. Dann gehe ich da erstmal hoch in den Kleingang. Genau. Ist einem aufmerksamen Zuschauer aufgefallen, dass wir einen Schatz aufgehoben haben, der nur 50 Peseten gebracht hat. Weil wir hören gar nichts, ne? Irgendwie bin ich echt. Ja, aber es ist gerade gehört. Sehr leise. Warum ist denn da oben bitte schön. Ah, das ist wegen dem Enterhaken, okay. Den vergesse ich immer noch wieder. Ja, ja. Dass das hier ein Gameplay-Element ist. Yeah! Immer noch? Den nehme ich gleich.
Wir müssen Granaten gleich mal schmeißen. Warte mal, wie voll bin ist mein Leben? Warte mal, ich leg das nochmal kurz ab. Guck mal rein, ob man da was. Eins nicht. Nee. Nee, verdammt. Aber ich mach mal grün-grün. Hilft ja, nichts. Hilft nichts. Mhm. Ja, ist ja auch nicht das Schlechteste. Aber hast recht, Granaten müssen wir jetzt hier radikal aufbrauchen. Das rostet auch. Oh, da kommt was Neues. Schmeiß die. Willst du gleich eine Granate schmeißen? Nee, das ist jetzt schnell. Zu spät. Ja, jetzt kommt der richtig flott angefangen. Nee, der kann ja auch was. Damn. Soll ich jetzt mal eine Granate raufwerfen? Whatever. Weil den Platz brauchen wir einfach. Aber auch kein Item gegeben. Ja. Geiziger Bastard, ey. Oder noch mehr? Sieht gut aus. Okay, aber hier, Enterhaken Valley kann uns doch eigentlich. War das ein. Was das? War das eine Loot, die ist dann rumgeflogen ist hier, oder ja, was? Kann es haben. Ach, da oben steht was, okay. Kannst du vielleicht rüberlaufen. Oh, das gibt zwei Enterhaken. Das kenne ich ja hier auch alles noch gar nicht. Das finde ich richtig cool. Das ist richtig. Oh nee. Passt noch, okay. Da mal rüber, genau. Ah, da wird bestimmt was gehen. Ne? Und dann rüber jumpen oder was gibt's da? Oder kann ich noch woanders hin? Ich schätze mal, du hast einen zweiten Haken noch, genau. Aber doch, runter. So. Hier nochmal hinter? Ja. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass mich da vielleicht eher rüberschwingt oder rüberspringt. Ja, oben an die Decke oder so. Ja, Jones-mäßig dann rüberschwingen. Geht auch noch rein, Gott sei Dank. Ah, jetzt haben wir ja. Ne, wir haben jetzt nur zwei Felder frei, ne? Ach ja. Aufgrund der Granaten geht. Oh, das ist vielleicht die nächste. Ja, fast sogar noch besser. Ja, das sollte man sich als Bösewicht merken. Also nie neben einem Explosionsfass stellen. Das ist eigentlich die beste Idee. Aber das scheint. Oh, da ist die Katze! Tatsächlich! Musch! Nein! Katze! Aber ja. Wieso? Was? Wieso kommen wir da nicht hin? Müssen wir von der anderen Seite? Schauen wir auf die oder Karte. Oder hab nochmal Enderhaken-Action? Da ist die Karte. Ah, kommen wir von der anderen Seite ran. Ja, okay. Alles gut. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass wir... Aber wiederum, wir haben ja wirklich immer die Schatzkarten gekauft. Wir haben zwar nicht oft auf die Map geguckt, aber ich hätte echt gedacht, wir haben sie verpasst. Weil ja davor war es ja auch mit diesem Zusammenfügeobjekt, so dass man in einem Level alle hatte. Also ich will es nicht ausschließen, dass wir sie verpasst haben. Ja, Katana des Grauens. Oh, das war der nächste. Jetzt kannst du mal eine Granate schmeißen. Geht's weiter. Ja, ganz rechts? Ja. Ich hab auch gerade geguckt, ob wir noch eine Brandy haben. Leider nicht. Cool. Achso, der lebt noch. Der lebt noch. Noch. Ja, ein Schutzherr. Und du weißt ja, Himmel schützen! Nicht vor unserer Knarre. Also, es gibt ja einige Gegner noch, weil es gibt ja einige Gegner, die einen Kopfschutz haben. Super mutig hier, hoffe ich. Das Messer ist völlig overpowered, ey. Aber ich dachte ja, also mittendrin dachte ich dann, okay, jetzt kriege ich auf die Fresse. Wir müssen eh irgendwie dieses Gelb-Grüne loswerden. Ja. Also, gegen ein bisschen Schaden wäre nichts einzuwenden. Dem Platze wegen. Ja, was? Bin ich echt so weit weg? Komisch. Oh nein. Das reicht noch. Wir haben mir gerade eine Granate geschmissen. Stimmt. Oh ja. Das heißt. Hoffentlich kommen gleich noch ein paar Tentakelviecher, dann kommen auch noch ein paar Flashies raus. Das ist auch mein Gedanke gewesen, weil ansonsten sind die ein bisschen Verschwendung. Ne? Ich meine, gut, die bringen schon was. Die Leute bleiben lange noch eine Flash. Uiuiui, ui, ich mach nochmal einen Blickli. Da ist sie. So. Ach, du bist schon wieder bei der Mars-Werbung. My girl. Die einen auf YouTube penetriert. Aus den 90ern. Echt oldschool. Don't lie. Dass die echt noch ausgebuddelt haben. I'm going. Hast du auch gerade noch? Ich kann die ja mal nachladen. Wind blows. Ja, wollen wir mal. Wir haben noch gar nicht. Lade ich auch mal nach. Die Armbrust braucht man noch nicht, ne? Außer wenn da mal ein dicker Gegner kommt oder was? Sind das Explosionspfeile? Kannst du mal drauf gehen? Auf die Wo sind die? Pfeile für Armbrust. Kann man da noch irgendwie was menümäßig untersuchen? Gute Idee. Diese Pfeile werden mit explosiven Chemikalien und besitzen die Zerstörungskraft von Granaten? Ja, yeah, die wumpen gut, ey. So, weiter geht die Action. Das ist in der Tat heftig. Also, wenn man da mal eine Gruppe von Gegnern sieht, kann man da mal einen reinschießen. Ja, wobei wir ja erstmal noch sparsam sind.
Ja, das ließ mich ja noch nicht mal die Pumpe machen. Das war, oh, der war schon wieder raus, aber ist gut. Nee, da war nie drin. Ach, du kannst es noch nicht so gleich auseinanderhalten, nee, ich bin, ne? Da, bin da immer wieder, falle ich draußen rein. Ey. Also ich gebe wieder mein Warnsignal in Zukunft. Okay. Ah, komm. So, haben wir wieder Platz. Oh, der hat aber viel Schaden gemacht. Ja, ja, der über die Hälfte. Elektroschocker beliebt. Bitter, ey. Und Elektroschocker machen ja eigentlich normalerweise keinen Schaden im echten Leben. Die machen nur Aua, aber keinen Schaden. Ah, sehr gut. Oh, den muss ich noch mal schießen. Das hilft nichts. Ja, ich schieß noch mal, renn vorbei und jetzt gibt's einen Flash. Genau. Kann ich dem einen noch einen Tritt geben? Richtig, wenn er geflasht ist, sind sie alle. Der andere hat's nicht genommen. Schau mal, der andere ist, ja. Völlig, wow! Das ist ein Metallhelm. Ach, oh, du bist ein Schütze. Pumpe und dann renne ich um die Ecke. Okay. Der Typ oben wurde sogar getroffen. Hast du gesehen? Ist er umgefallen sogar? Ja, der, das ist ein Schwachkopf. Das ist eine Lusche, ey. Schön. Das ist gut gepasst. Ja. Jo. Wo noch? Was ist mit Sniperboy da oben? Er ist wieder aufgestanden. Rechts liegt noch irgendwas, ja. Und ich muss gleich zurück wegen, wegen der Schmusch. Aber ich glaube, geht hier rechts rein. Oh, sieht man schlecht, ist ja neblig. Ne? Hast getroffen. Ja, yeah, ist er jetzt tot? Nee, das stirbt wieder auf. Das hat ihn nur aus den Schuh gehauen. Kannst du ihn nochmal. Oh. Jetzt ist er. Jetzt. So, andere Richtung. Oder vielleicht liegt hier auch noch was. Enterhaken? Okay. Ja, machen wir immer. Ah, interesting. Yeah. Interesting. Noch nicht, würde ich sagen. Links in den Schacht rein? Ich da nicht. Du hast links so einen Schacht? Genau. Fenstermäßig. Oh! Der braucht die. Der ist einfach dick und nah dran. Aber das ist hier. Kommt man nicht mit seinem Metall auf. Metallbeine hier. Hoho! Pling! Oder machen wir der TMP rein? Ja, wenn du seinen Kopf erwischst, wäre das cool. Ja. Oh, bitte. Das geht gar nicht gut. Hätte ich jetzt auch mehr Effekt erwartet. Ja, das ist auch genau in die falsche Richtung. Jawohl. Ja, hast du was für mich? Oh, was ist da los schon wieder? Ich lade es mal nach. Man weiß ja nie. Dann die Pistole. Kann mir nicht vorstellen, nee, wir haben ja keinen Enterhaken. Genau, die Zombie. Das ist ja hier. Da einfach runterspringen. Ja. Das fällt mir gar nicht. Da liegen wir um. Ah ja. Ich stehe in deiner Vorbehaltung. Ja. Die haben sich bestätigt. Der Pirat hält einiges aus. Ja, aber sie hat echt nichts drauf, ne? Ihr Messer ist nicht so der Hammer. Hier ist Kraut, okay. Also, durch die Tür ging es ja zur Katze. Das ist nicht doch mein. Jo. Safe. Und wie kommen wir hier wieder raus? Das ist ein Lux und keine Katze. Oh, Munition für die Armbrust. Aufklettern, okay. Oh. Ah, so kommen wir wieder zurück. Ach ja, wir. Ja, stimmt. Macht Sinn. Yay. Oh, und herunter ist dann wieder auf die Schnauze. Ja, yeah, das läuft doch. So, wollen wir mal kurz kombinieren. Ach, nee, nee, dann haben wir wohl doch was. Was geht nicht? Das ist für die, ist für das falsche Teil. Schade. Aha, haben wir dann tatsächlich. So wird mit unseren Gefühlen gespielt. Noch mehr Tagen geht's ja auch. Aber dann checkst, genau, du checkst erstmal die Lage hinter dem. Aber die Kamera Container schwenkt sie auch so extra so hoch, damit man weiß, oh, da geht's hoch. Aber um hiervon abzulenken. Ui, passt gerade noch rein. Ja, ja. Aber wer soll denn die Kamera jetzt hier so pornomäßig? Kommst du da rechts hinter dem, also da genau, lang? Und dann rechts? Nee. Nee, das ist zu. Okay, dann würde ich sagen, aufwärts. Hinterhaken, komm, da. Beam me up, Scotty. Ich hätte da ganz woanders hingeschossen gerade. Ja. Ey, da. Meine Perle. Oh, eine grüne Story-Tür, Mann.
Ja, und danach ist es schon vorbei, hoffe ich. Ach, es hat schon vorbei? Ja. Och, oh Mann, jetzt komme ich gerade rein. Weißt du, jetzt krieg ich gerade richtig Bock. Pech gehabt. Ja? Jetzt darf ich spielen. Oh, come on. Ja. Vielleicht darfst du ja hier gegen alten Bekannten kämpfen. Nee, Krauser und ich kämpfen nicht. Ne? Nee. Oh gut. Wir haben Sex. Warte mal, ich gucke aber nochmal auf die Map, das darf ich noch, ne? Ich glaube, liegt allein dir. Oh, also relativ straightforward. Sieht aus wie ein klassisches Final Fantasy Level. Arschloch. ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es heißt, Hogatone spielt Resident Evil 4, Separate Ways. Und dann mit dem Stones. Oh yeah. Was wirst du uns heute bieten, nachdem wir schon die Granate des Jahres gesehen haben, dann die Messer-Action des Jahres? Fühlst du dich jetzt eigentlich unter Druck gesetzt? Ich will einen Rekord aufstellen. Die Community fordert jetzt ja irgendwie nochmal was Derbes. Ich will einen Rekord aufstellen für das meiste Health genommen. Ja, das in einer Folge. Das hältst du schon. Ja, aber das will ich doch nochmal ausbauen. Oh, nochmal toppen. Heute, wo wir den Guinness-Buch der Rekorde-Typ hinter uns haben. Ja. 14 Krauter. Soll es werden. Gut, kriegen wir hin. Okidok. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal zum Guinness-Buchertrag. Spend